Ja, das immer wieder. Optionaler Part vorbei. Ich habe ein bisschen trainiert und ja. Ich kenne jetzt eine Methode, mit der ich ihn totkloppen kann, rein theoretisch. Ich habe es offline einmal geschafft. Und das Ganze basiert auf einer Hilfe, die Chris mir gegeben hat. Chris, was für eine Hilfe hast du mir gegeben? Eigentlich hast du nicht wirklich trainiert, du hast nur gemerkt, dass der nur 6-7 Schuss braucht. Und du hast es irgendwie nicht geschafft, ihn nie zu verpassen. Danke für den freundlichen Support, Chris. Das habe ich übrigens rausgefunden, dass der nur 7 oder 8 Schüsse braucht von der Magnum. Wie hast du es denn rausgefunden? Daniels. Mit unserem guten Freund YouTubi. Okay, so, alles ist geheilt hier. YouTube YouTube Bitch. Müller. Der ist aber nett Der bestimmt. wohnt in der Google. Ja, der wohnt in der Google-Straße. Ah, okay. So, hoffen wir mal, dass ich es umsetzen kann. Ich habe ihn offline schon einmal besiegt. Das heißt aber bei mir nichts, deswegen. Captain Morgan ist da, Chris ist da und ich öffne jetzt auf dem Weg schon mal Chips frisch Currywurst-Style. Mahlzeit. Jo, mal gucken, wie die schmecken. So, Chips sind offen. Erster Geruch: Currywurst. Wer hätte das vermutet? Jetzt die Geschmacksprobe. Ja, komm, geh rein, Leon. Und schon schmatzt er mir die Ohren voll. Es steht 2 zu 1 in dem Bezug gerade. Du alte Schmatzkanone. Wie Currywurst in meinem Mund. Ja. Lutschst du die auch so dann? Sicher. Ja, wie isst man Currywurst? Nimmst du aus der Curry raus und lutschst die erstmal ein bisschen sauber, ne? Ja, bei dir könnte es durchaus sein. Wir haben Du zusammen musst schon. ja in Köln. Wir haben zusammen schon. Hallo? Wir haben mal zusammen schon Currywurst gegessen, falls du daran erinnerst, mit Dick Mayo drauf. Was irgendwie voll ka Stimmt, komisch die war klingt geil. gerade. Komm, Die eine war Wurst geil. mit Dick was. Genau. Du Das war weißt so Bescheid. schön fleischig. Ja. Mit schön was Weißem drauf, genau. Die kleinen gelben Dinger waren auch gut. Boah. Ja, die waren ein bisschen zu salzig. So. Wir halten die Fresse. Und werfen die Dinger hier mal rein. Wieso? Weiß ich nicht. Wieso soll ich die Fresse halten? Ich muss dich doch dissen. Was denn? Mit den Arsch offen. Ja, dich kennen wir schon. Ich hab einen Witz. Dann erzähl ihn. Warum hat Andi immer Schwierigkeiten mit dem Endboss von Resident Evil 0? Weil er da eine anspruchsvolle Taktik braucht. Halt's Maul. Just came to my mind. Ich hätte auch ein anderes Spiel nehmen können, aber ich weiß, dass es dich abfuckt. Ja, glaube ich dir. Ich heile mich übrigens jetzt wieder auf, wenn ich auf gelb bin. Alter, das waren gerade nur drei Schüsse, die ich auf ihn abgefeuert habe. Oh, wer ist denn das? Keine Ahnung, wer das ist. Oh, ich bin auf. Der hat mich gerade geschlagen und ich bin immer noch auf. Geh doch mal weg, ich will das Ding doch noch haben! Jetzt gib es mir endlich her. Ich muss dich wohl erstmal da weglocken. Ja, mach ruhig eine Clown-Attacke, du Arsch. Überhaupt kein Problem. Ich warne dich, wehe. Bist du ein mieses Arschgesicht? Mir reicht's. Ich hole mein Ding jetzt. Oh Gott, die Scheiße, jetzt bin ich in Ruhe. Jetzt bin ich in Ruhe jetzt! Ich werde Dinge noch aufsammeln! Ah, du Ficker! Boah, das war knapp. Was? Was? Congrats. Ja, kotz nicht gleich in deine Flasche. Du darfst dein Mikro wieder in die Hand nehmen. Tobsuchtsanfall gerade. Andi. Man hört dich nicht. Ja, Leute, und damit ist dieses Let's Play zu meinem Let's Play geworden. Andi, du Sack! Hört man mich nicht? Nee, was hast du denn schon mehr gemacht? Wie nee? Also hört man mich doch! Ja, du bist total leise. Wie kommt das denn? Ja, weil du jetzt schon mehr lauter wirst, was machst du denn da? Ich habe gar nichts gemacht! Ja, dann spiel jetzt weiter.
Hört man mich ja wenigstens jetzt wieder ganz gut. Ja, geht so. Ich hab schon überlegt, wie ich dein Let's Play übernehme, weil du nicht mehr da bist. Ja. Ist mir gerade auch lieber, wenn ich ehrlich bin. Was, den Krampf, den ich gerade kriege, ey. Schrecklich. Vorbei. Bin ich jetzt so viel leiser? Jetzt wirst du wieder lauter. Was ist denn für ein komisches Mikro, ey? Ich weiß es nicht. Das adjustet sich wahrscheinlich zu Frust. Nee, erstmal. Ja, ganz ehrlich. Intelligent Record. Keine. Magnum-Munition? Alter Schwede, ey. Ich wollte den Scheiß doch nur aufsammeln. Ich wollte gerade ins Menü gehen und mich heilen. Blödes Arschgesicht. Jetzt reicht's mir, ey. Aber was mir gerade Hoffnung gab, ist, dass Aiden nach 3-4 Schüssen schon aufgetaucht ist. Was hast du gespoilert, du Sack? Was? Ich hab mal irgendwas rausgeschnitten. Meinst du? Ich glaube ja nicht. Da hab ich's rausgeschnitten. Hab ich vorher auch die ganze Zeit immer gemacht. Dir ist bloß nicht aufgefallen, weil du die Parts nicht guckst. Okay, dann wiederhole ich's nochmal für alle. Anni hat gerade gesagt, dass er im Sack stinkt. Und? Hast du ein Problem damit? Na, komm auch mit dir, Leon. Ich glaube nicht. Außerdem, selbst wenn man Sack stinkt, was geht dich das an? Keine Ahnung. Sorg mich halt um dich. Ja, sorgst dir meinen Sack. Das glaube ich dir. Naja, früher oder später wird er wichtig. Das weißt du doch auch. Chris, lass mich einen eine. Lass mich. Genauso wie die Schamhaare, die du gekauft hast. Ja. Scott Tenorman, ne? Genau. Chris, lass mich eine einfache Frage stellen. Was ist der Unterschied zwischen Jesus und einem Gemälde von Jesus? Ach, keine Ahnung. Um das Bild von Jesus aufzuhängen, reicht ein Nagel. Der Brüller. Aber den hast du dir nicht ausgedacht, dafür ist er schon mehr zu gut. Dieser freundliche Support, den ich von Herr W. immer kriege. Ins Menü! Ins Menü! Wow, what the fuck? Dankeschön! Unbekannte Fremde mit einem Amulett um den Hals. Hat sie? Ja, hast du dich gesehen? So, mein Freund. Na, jetzt eben sehe ich sowieso nicht bei der Mini-Bild. Ja, klar siehst du das jetzt nicht, warte. Das reicht mir. Ah, mir ist auch so noch nie aufgefallen. Game over. Time to die, bitch! Endlich, du Sackgesicht. Guck mal, die Einzelteile liegen jetzt hier rum. Das ist ja witzig. Schlachtplatz. Machen wir uns mal so einen leckeren Gulasch daraus. Gularsch. So. Hätten wir das erledigt, düsen wir zurück. Spiel geschafft. Sehr schön. Chris, möchtest du mir nicht gratulieren? Jawohl. Okay, wow. ganz vergessen, dass sie auch noch hier waren. Hi, ja. Leute. Ja, ich hatte die Magnum-Munition, ja. Zumindest für 1-2. So, dass ich gut hier rumlaufen kann. Ich mach's anders jetzt. Die Zeit habe ich ja noch. Ja, ich weiß, ich bin eine Bitch. Bin ich gerne gerade, aber ich hab die Zeit ja noch. Ja, jetzt weinen die nicht rum. Tue ich ja gar nicht. Ich warte auch, dass du dich totbeißen lässt gleich wieder. Vergiss es! Die Genugtuung gönn ich dir. Jetzt speichert der Sack nochmal. Speicher doch jetzt nicht! Tue ich gleich. Er speichert nicht. Ja, ich mache jetzt Risiko hier. Warum denn nicht? Vor den Zombies solltest du lieber nochmal speichern. Nee, ich habe jetzt hier meine dicke Wumme mit.
Time to kick some ass, yo! Chris, wie machen wir es eigentlich mit Resi 3? Puh, du spielst und wenn du mich mal dabei haben willst, sagst du Bescheid. Oh, da werde ich nicht immer dabei sein. Willst? Ich war jetzt die ersten zwei Teile gezwungen, dich dabei zu haben. Weil ansonsten. Ja, natürlich. Mein Marketing nicht mitgemacht hätte. Warst du, weil sonst. Im ersten hättest du sonst verkackt und beim zweiten muss ich einfach dabei sein. Aber den dritten kannst du. Ja, auch allein spielen. Was? Ohne mich! Oh. So, mal die Boards aufmachen. Nee, mit drei habe ich kein Problem, aber unsere professionellen Resi-Gespräche wie Sackgesicht und Currywurst lutschen bereichern doch jedes Resident Evil von mir. Du darfst mich gern mal ändern. Aber ich muss jetzt nicht um, ich leg da nicht Wert darauf, unbedingt bei jedem. Du legst nicht Wert da drauf! Nö. Siehst du diesen Mittelfinger? Dafür werde ich deinen Mittelfinger lutschen, wenn du Code Veronica spielst. Während das oder? Ja, übers Internet. Aber dann die leckere HD-Version, ne? So. Definitiv, Mann. Da werde ich mir definitiv jedes Video reinziehen. Ich glaube, ich mache mein Inventar schon mal. Oh ja, ich glaube, ich renne nochmal vor, nochmal zurück. Ja, ich habe halt die Zeit, so ist ja nicht. Das bisschen Zeit, was da oben wegläuft, ey. Komm schon, so viel ist das nicht. So. Lauf, Leon! Weißt du, bist du nochmal zur Kiste? Ja, klar. Voll die gute Idee. Oh, verdammt. Vielleicht hast du deine Eier an der Kiste vergessen. Nee. Du müsstest noch unter deinem Mund liegen. So, Leon, jetzt mach hier mal an. It's over. No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. Ja, was ist passiert? Das frag ich mich auch gerade. Ist der dicke Arsch einfach drauf gelandet? Musst du mal nachgucken. Hups! Let me in, da. Gehen wir doch mal da lang, würde ich sagen. Ja, machen wir zur Kiste.